Triggerwarnung, sexuelle Gewalt. Die nachfolgende Unterhaltung könnte dich triggern. Bist du betroffen oder bekommst etwas in deinem Umfeld mit? Unten in der Infobox findest du Anlaufstellen. Also weil viele sagen ja, es sind gar nicht so viele Pädophile, das sagt ja auch so eine Studie, sondern dass es eher um Macht und Missbrauch geht. Ich glaube, dass die Leute denken, sie wüssten darüber viel, aber darüber weiß man nicht viel. Also die Therapeutin hat damals zu mir gesagt, dass Sex immer nur einvernehmlich ist. Und das, was mir widerfahren ist, ist pure Gewalt. Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Und ich bin heute hier nicht allein, ich bin hier mit der Lena. Lena Jensen, schön, dich hier zu haben. Danke, dass ich hier sein darf. Nein, nein, danke, dass du mit uns sprichst. Pass auf. Ich stelle Lena jetzt kurz vor. Ich hab mir ein paar Sachen zu dir aufgeschrieben. Lena, du bist Vize-Miss Germany. Das ist ja schon was Besonderes. Du bist Überlebende. Du bist Influencerin. Und zwar, ja, in einem Bereich, der schon besonders heftig ist. Also du gibst Leuten eine Stimme, die, glaube ich, sonst oft nicht gehört werden. Du hast sexuellen Missbrauch überlebt. Und ich muss jetzt, und bitte nimmst du mich übel, ich muss hier reinschauen, was ich mir davor aufgeschrieben habe. Weil es ist ein Thema, das natürlich ich nicht jeden Tag habe. So, ich spreche über alles und so, ich kann über alles sprechen, aber es ist schon, ist nicht einfach. Man weiß nicht, was man fragen darf, was man nicht sagen soll. Zuallererst mal vielen, vielen Dank dafür, dass du darüber sprichst, weil ich glaube ganz fest, dass es, ja, wenn wir nicht über solche Dinge reden, dann fallen sie unter den Teppich. Wann begann der Missbrauch? Also ich weiß es nicht genau, wann der begann. Ich kann nur davon immer erzählen, an was ich mich halt erinnere. Ich bin mir sicher, dass das wahrscheinlich schon ein bisschen vorher passiert ist, aber ich erinnere mich halt, als ich so 2 Jahre alt war ungefähr, an ein Erlebnis, wo die mit der Taschenlampe in das Zimmer reingekommen sind. Es ist abgedunkelt, ich habe auch geschlafen und dann haben die mich aus dem Kinderbett geholt. Ich weiß nicht, ob ihr noch diese Kinderbetten kennt, diese, die man so früher aufgestellt hat aus diesem bestimmten Stoff. Naja, auf jeden Fall haben die mich dann da rausgeholt und dann hatte er mich, er war nackt und hat mich dann quasi auf ihn raufgesetzt und mich quasi sexuell missbraucht. Und die Frau war hinter der Lampe und hat das gefilmt. Ich habe erst gar nicht wahrgenommen, dass sie da war. Und sie hat aber dann irgendwann gesagt, Lena, lächel doch mal in die Kamera. So als wäre das quasi so ein, wenn ein Kind spielt und man sagt, hey, guck mal her, lächel doch mal. So hat sie das quasi gemacht. Und dann habe ich da hingeguckt und habe sie erst wahrgenommen, habe erst gecheckt, dass sie da auch da ist. Und ich denke mal, dass ich da 2 Jahre alt war. Natürlich weiß ich das jetzt nicht auf den Punkt. Aber da meine Mama mir halt noch erzählt hat, dass ab da auch diese Wesensveränderung stattgefunden hat, gehe ich mal davon aus und von meinem körperlichen Befinden, dass es ungefähr so um die Zeit gewesen ist. Und das hat ungefähr angedauert, bis ich so 6, 7 war. Wenn man jetzt, ich will jetzt nicht gleich anfangen, aber mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die du gemacht hast. So, erstens, du hast gesagt, dieses Bett. Ja. Also, ne, du hast dich erinnert an das Gefühl, glaube ich, dass der Stoff hat oder so. Oder, ich glaube, heutzutage, die Leute verwenden das Wort Trigger sehr inflationär. Also, die Leute sagen das mittlerweile, wenn sie es eigentlich sagen wollen, oh, mich nervt was, dann sagen die, oh, ich werde getriggert. Aber du weißt, glaube ich, sehr genau, was das Wort wirklich bedeutet. Und hast du Trigger, die du kennst, wo du weißt, okay, die bringen dich? Ja, ich glaube, wenn man getriggert wird, dann ist das auch so ein ganz tiefes Gefühl in einem, was da auf einmal auftaucht. Und eine ganz krasse, überzogene Reaktion auf etwas, wo man normal nicht so reagiert hätte. Und bei mir ist zum Beispiel immer noch der Punkt, wenn mir nicht geglaubt wird. Ich bin so exakt mit meinen Aussagen oder benutze so vorsichtig meine Worte, weil mir als Kind so lange nicht geglaubt worden ist, dass ich halt das Gefühl habe, extra sehr ehrlich zu sein und trotzdem zu wissen, okay, es gibt immer Menschen, die einem irgendwie unterstellen, man lügt oder einem wird nicht geglaubt. Oder es können so Kleinigkeiten sein, ne? Also das in einer Beziehung oder in einer Freundschaft. Das muss jetzt gar nicht sein, oh, du hast mich angelogen, sondern man wird nicht ernst genommen oder nicht für voll genommen. Und das können so Triggerpunkte sein, wo ich dann direkt sehr, wo in mir ganz viel auf einmal so rauskommt. Das ist irgendwie etwas, was ich nie ganz losgeworden bin.
Was ja auch für den anderen dann gar nicht mal so leicht ist, weil der vielleicht jetzt nur so, das stimmt doch, ja. Was redest du jetzt da? Und du bist aber an einem ganz anderen Punkt. Ja, genau. Ich hatte jetzt gerade halt für einen Moment so den Gedanken mit den Kameras und so. Ich meine, gefilmt werden an sich ist ja dann, aber damit ist es okay, bist fein. Ja, also ich hatte ja damals auch eine Therapie gemacht danach, also eine Traumatherapie. Es war so eine EMDR-Therapie, wo quasi die Gehirnhälften so neu miteinander verbunden werden durch bestimmte Techniken. Und da konnte ich ganz, ganz viele Sachen verarbeiten. Und hätte ich das damals nicht gemacht, hätte ich jetzt wesentlich mehr Trigger und auch Flashbacks. Das ist dadurch wirklich fast auf null gegangen. Also kannst du wirklich empfehlen, und du bist jetzt nicht die Erste, die ich höre mit dem EMDR, dass das wirklich funktioniert hat für die Leute. Und es zeigt, wie spannend unser Gehirn ist. Ja. Ne? Gott sei Dank aber auch. Gott sei Dank. Okay, lass uns nochmal zurückschauen. Wann, oder wenn ich das jetzt so höre, ey, ich komme heute an meine Grenzen, fuck, Mann. Du bist so groß. Wie soll das, also hat das hat körperliche Folgen für dich auch gehabt? Ja, ich glaube, die meisten Menschen denken, dass man Kindesmissbrauch am Körper ja sieht, weil die sich das nicht vorstellen können. Zum Beispiel meine Schwester, die wurde geboren, als ich 2 Jahre alt war. Bei ihr hat das noch viel früher angefangen, also da war sie ein Säugling. Und wenn man sich jetzt mal so einen Säugling vorstellt, dann stellt man sich das ja anatomisch vor, wie soll das gehen. Aber ich möchte jetzt hier auch keine Anleitung dafür geben. Es gibt halt Techniken, die verwenden, um das eben zum Beispiel auch zu weiten. Und das ist nichts, was auf einmal passiert, sondern eher so Stück für Stück. Und Kindesmissbrauch ist ja auch nicht immer der sexuelle Akt, in unserem Fall schon. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Sachen, die gemacht werden können. Und deshalb ist es halt so, durch diese Weitung und auch durch diese Sachen, die sie machen, sieht man da eigentlich nichts erstmal. Aber innerlich kann ganz viel kaputt gehen. Also man kann eben Vernarbungen bekommen. Bei mir haben sich zum Beispiel so die Organe auch verformt. Aber das sind halt alles Sachen, die man, also ich war ja auch während des gesamten sexuellen Missbrauchs in ärztlicher und psychologischer Behandlung. Also meine Mutter hat mit 2 gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und mich zu einem Arzt geschickt, weil ich so ein bisschen wund im Genitalbereich war. Und die TäterInnen, das war ja eine Frau und Mann, haben immer gesagt, das ist von, ich bin wohl allergisch gegen Erdbeeren. Und ich habe Erdbeeren geliebt und ich durfte die richtig lange deshalb nicht essen. Und der Arzt meinte zum Beispiel auch, ja, das ist ganz normal, dass das Kind unten wund sein kann. Oder sich das da mal unten rumstochert da drin oder so. Und hat das halt so runtergespielt. Und die Psychologen haben halt auch gesagt, ja, da ist irgendwas mit einer Angst, aber wir wissen nicht genau, wieso. Und selbst die waren ja nicht darauf geschult, das zu erkennen, obwohl ich da die ganze Zeit war. Also ist es nicht mal unbedingt, ich höre jetzt bei dir gar nicht mal so diesen Groll, weil bei mir ist jetzt gleich so, ich möchte sowohl dem Arzt eine Ohrfeige geben, als auch dem Psychologen, aber bei dir höre ich gar nicht mal so einen Groll, sondern es ist eher so, okay, die haben keine Ahnung gehabt, so, oder wie, oder was, also. Ja, ich kann, das Ding ist ja, ich kann nichts mehr daran ändern. Das sind ja Sachen in der Vergangenheit, die schon passiert sind. Und wenn ich denke immer so, wenn ich jetzt auf jemanden sauer bin oder eine Wut habe da auf eine vergangene Situation, das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn ich daran nichts verändern kann, dann ist das quasi Energie, die ich dem gebe auch noch. Und ich denke mir so, nein, ihr habt wirklich diese Energie nicht verdient, sondern dann gebe ich die Energie lieber dahin, um es vielleicht besser zu machen, dass es in Zukunft eben nicht mehr passiert. Was könnten wir da machen? Auf jeden Fall Menschen aufklären. Also einmal, dass man Missbrauch überhaupt für möglich hält, dass man eben nicht dieses Tabu hat, wie du auch vorhin meintest, du weißt gar nicht, wie du reden sollst. Und das kann ich voll verstehen, weil über das Thema wird ja nie gesprochen. Also wie soll man, ich erwarte auch nicht, dass jemand weiß, wie man damit umgehen soll oder was man jetzt sagen darf und was nicht. Das ist ja auch voll unterschiedlich. Und deshalb glaube ich echt, wenn die Menschen mehr aufgeklärt werden, wenn mehr über das Thema so gesprochen wird und auch Fachkräfte oder Erzieher oder auch Eltern wissen, okay, wie schütze ich meine Kinder, wie erkenne ich Missbrauch, wie erkenne ich vielleicht auch Täter oder Täterin Verhalten, dann glaube ich, kann schon voll viel verändert werden dadurch. Hast du vielleicht, als die Verhaltensänderungen deiner Mama aufgefallen sind, was waren da die ersten Sachen, die so auffällig waren? Also ich weiß ja so oder so schon nicht, was ein Zweijähriges macht, aber was hast du anders gemacht? Ja, ich wurde halt extrem aggressiv. Also ich muss dazu sagen, meine Mama hat uns sehr, sehr früh bekommen und sie war sehr unsicher. Und sie hat sich immer Hilfe von außen geholt, weil sie halt so unsicher war. Und zum Beispiel war das dann so, dass sie dachte, ich war bei ihr sehr aggressiv, ihr gegenüber, weil die Täter in mir immer gesagt haben, deine Mutter ist böse, du darfst sie nicht lieben. Also diese Manipulation. Und wir sind die es gut meinen und wir sind das wahre Leben quasi und das gehört dazu und die anderen sind halt alle böse und dadurch bin ich ihr gegenüber sehr aggressiv geworden und sie dachte natürlich, dass es ihr Fehler ist, dass sie bei mir etwas auslöst, was das Verhalten quasi
macht. Und das ist natürlich dann ein Teufelskreis, also weil sie ja dann immer mehr denkt, ich mache was falsch, andere machen es richtig, ich gebe sie lieber woanders hin oder keine Ahnung, oder ich muss an mir arbeiten, aber gar nicht guckt vielleicht, was andere auch für Fehler machen. Und ich hatte also einmal diese Aggressivität, dann habe ich angefangen, mich mit Kot einzuschmieren. Also ich habe dann mal in meinem ganzen Körper, dann war ganz, habe mich dann eklig gemacht, damit man mich nicht mehr anfasst. Das ist ein Versuch, nicht angefasst zu werden, ja, natürlich. Genau. Mich trifft das, ich versuche ja dann auch immer irgendwie so was zu machen, was ich verstehe. Und es ist ein Gefangenenmanöver auch. Wenn du, also die IAA-Gefangenen zum Beispiel haben das gemacht, als halt, weil die Beamten sind reingekommen und haben sie verprügelt. Jeden Tag sind die reingekommen in die Zelle, haben sie verprügelt. Jeden Tag sind sie reingekommen. Okay, die haben ihre ganze Zelle mit Scheiße eingeschmiert, sich selber eingeschmiert. So, okay, jetzt komm rein. Jetzt fasst mich an. Also es ist die älteste letzte Verteidigungsstrategie, die ein nackter Mensch hat. Das ist krass, das wusste ich nicht. Ich wusste das nicht. Krass. Ich wusste nicht, dass es so viele, also ich wusste zum Beispiel auch, viele Menschen fangen ganz doll an, viel zu essen auch. Mhm. Also um dick zu werden. Mhm. Oder gar nicht mehr zu essen. Mhm. Oder sich nicht zu duschen. Ich konnte nicht duschen. Du hast ja überhaupt gar keine, man hat ja in dem Alter gar keine Vorstellung, was eigentlich da passiert. So Sexualität, so warum die das machen. Erinnerst du dich an irgendeinen Gedanken, was du gedacht hast, was wollen die eigentlich von mir? Ich dachte, das ist Liebe. Ich dachte, dass ich wusste gar nicht, was Sex ist oder dass es das gibt. Ich dachte immer, das ist unser Geheimnis. Ich darf das nicht verraten. Und die haben mir immer gesagt, das macht man, weil wir ja brav sind und die Erwachsenen immer recht haben. Wir sollen ja auf die Erwachsenen hören und das ist halt Liebe. Und das macht man, das ist normal quasi. Leute, an der Stelle, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist so ein absolutes Warnsignal. Bringt euren Kindern bei, dass sie keine Geheimnisse mit Erwachsenen haben dürfen. Es gibt keinen Grund, warum ein Erwachsener zu einem Kind sagt, das ist unser Geheimnis. Weil das Witzige ist, ist überhaupt nicht witzig, mein Onkel ist ein Hardcore-Sexualstraftäter. Ach krass. 9,5 Jahre hat er bekommen. Es wusste keiner in der Familie so, obwohl es offensichtlich war. Aber die haben es alle nicht gesehen. Und was hat der gemacht oder darfst du das nicht sagen? Nö, klar kann man das sagen. Der hat, das war ein bisschen ältere Zielgruppe, also älter, ein bisschen so, ich glaube ab 10 war so eher sein Spektrum. Mhm. Und da ging es darum, der hatte so eine, wie so eine Art Sekte. Und er hat es als Initiationsritus. Und er hat bei der Fahndung tatsächlich sogar noch gesagt, so, ey, ist doch besser, wenn wenn diese Mädchen von einem erfahrenen Mann eingeführt werden in die Welt der Sexualität und bla bla bla. Aber er war ein ganz krankes Arschloch. Krass. Kannst aber 12 Jahre voll gut. Wenn er fast 10, 9, 9, 8, 9, 6, irgendwie sowas hat er bekommen, 9,5. Aber kannst du dir vorstellen, wie schlimm es war, wenn er 9,5 Jahre bekommen hat? Aber wie wurde er denn entdeckt? Es gab sehr viele Opfer und es gab Videoaufnahmen. Oh, aber das finde ich so krass, dass das oft erst entdeckt wird, wenn es diese bildlichen Beweise gibt, ne? Das wäre jetzt der nächste Punkt so ein bisschen. Also ich wollte es jetzt auch nur einfach nur, dass du halt, weil es war viel von dem, was er gesagt hat. So, es war dieses, hey, wir haben Geheimnisse so halt, ne? Also Mensch, er hat Geheimnisse so mit Kindern. Mhm. Auch dieses Nähe suchen zu Kindern, wo ich immer sagen muss, und das ist das auch, also als erwachsener Mann so, es gibt für mich jetzt kein Grund, mit fremden Kindern rumzuhängen. Mhm. Fertig. Wenn ich kein Erzieher bin oder Ding, was, warum? Mhm. Warum? Also vielleicht liege ich da falsch. Aber ne, das ist für mich schon das erste Red Flag, so ein bisschen so, dass diese Leute suchen ja die Nähe zu Kindern immer wieder. Voll. Ja? Ich weiß, du kannst nicht drüber reden, wer diese Leute waren, aber es muss ja ein bestimmtes Vertrauensverhältnis eigentlich geherrscht haben innerhalb der Familie. Wie gehst du damit heute? Wie stehst du zum Thema Vertrauen? Also es ist vielleicht weniger dieses Vertrauen, sondern mehr das Gefühl von richtig und falsch. Weil ich habe die ja in meinen Augen quasi ja verraten, weil ich habe die ja auch geliebt. Und wenn du lernst, immer ein Tisch ist ein Stuhl und irgendwann erfährst du, ein Tisch ist ein Tisch, dann verlierst du dein eigenes Bauchgefühl und den Bezug zur Realität. Mhm. Und das war für mich ganz lange bis ins Teenie-Alter ein Problem, weil ich mich immer nach dem Außen richten musste, was ist jetzt eigentlich normal? Mhm. Und wie verhält die Gesellschaft sich? Wie antwortet man darauf? Also ich musste diese ganzen Verhaltensweisen, die man vielleicht intuitiv hat, von außen neu lernen. Und
wie passe ich mich vielleicht auch an? Und dann irgendwann sein eigenes Ich zu erkennen. Also erstmal ja zu lernen, okay, wie verhalte ich mich? Was ist das Gesellschaftliche richtig und falsch? Aber was ist, und dann irgendwann zu lernen, okay, irgendwo gibt es das auch nicht, weil du kannst auch alles richtig machen, trotzdem sieht es irgendwer anderes ganz anders. Und dann dein eigenes Vertrauen da drin wieder zu finden. So, was sind eigentlich meine Werte? Wie möchte ich sein? Was ist mein richtig und falsch? Und dann auch dabei zu bleiben und dazu zu stehen. Und das, oh Gott, das war ein ewig langer Prozess. Du wusstest das gar nicht, dass ich so lange im Gefängnis war. Beziehungsweise du hast es geahnt. Und ich habe ja diese Leute, nicht die wie bei dir so es geschafft haben, sich rauszuwieseln, sondern die so schlimm waren, dass sie es nicht mehr verbergen konnten. Die habe ich erlebt im Hochsicherheitsgefängnis. Krass. Weißt du? Und wie war das? Jeden Kindermörder, jeden Sexualstraftäter, der so schlimm war, dass man ihn erwischt hat, mit dem saß ich. Und wie war das? Mir ist eine Sache an denen aufgefallen, nämlich keiner von denen sah schuldig aus. Ja. Keiner von denen hat auch nur ein bisschen, meiner Meinung nach, wirklich Schuld empfunden. Gleichzeitig extrem manipulative Menschen. Und das ist das, was du gerade eigentlich, diese Verzerrung der Realität, was muss man für ein Monster sein, um einem Kind zu sagen, deine Mutter ist böse, ich bin eigentlich gut, das, was ich tue, gerade ist richtig, sagt es niemandem. Und mit dieser Realität eines Kindes sozusagen zu spielen, so ein Wort gerade schon wieder so. Wie kannst du vielleicht noch ein, zwei Methoden sagen, die diese Leute anwenden in solchen Situationen? Ja, also es ist auf jeden Fall, ich glaube, die meisten denken, das sind irgendwelche Leute, die aus dem Busch gekrabbelt kommen da und die nachts überfallen. Aber es ist tatsächlich, wie du auch vorhin gesagt hast, die suchen ja Kontakt. Und eine Methode ist auf jeden Fall, das Kinderparadies zu sein. Weil wenn du nicht das Kinderparadies bist, dann kommen ja die Kinder auch nicht zu dir und die Eltern sind davon nicht überzeugt. Also die sind ultra manipulativ und sehr sympathisch. Und die netten Menschen aus der Nachbarschaft, aus der Familie, aus dem Kindergarten. Und meistens tatsächlich auch gerne eine Art Machtposition. Also sie mögen gerne ja auch irgendwo Kontrolle haben oder sind vielleicht in Situationen, wo sie auch irgendwie Macht ein bisschen über andere haben. Und also ist mir so aufgefallen, ich weiß jetzt nicht, ob das pauschal jetzt für alle gilt, aber ja, das ist halt echt immer wieder irgendwie so eine Art Vorgehen, anders als der Kopf uns das vielleicht sagt, wie das aussehen könnte. Mhm. Wobei es eigentlich genau so aussieht. Ja, ist ja auch logisch. Wenn ich ein Täter wäre, würde ich das ja auch so machen. Sieht genauso aus. Weißt du was? Mein Onkel war bekannt dafür, dass er auf Spielzeugmessen ist, hatte Spielzeugläden, hat in seine Wohnung so aus wie von einem 15-Jährigen eigentlich so. Ne? Der hatte die ganzen Dinge, die Kinder gerne mögen, hatte er halt, weil er ein Erwachsener ist und sich es halt kaufen kann. Ja. Und hat einen Comicbuchladen gehabt. Weißt du, er war so klassisch. Aber keiner konnte sich's vorstellen. Irgendwann hast du versucht, deiner Mama davon zu erzählen. Aber was ich mir jetzt so vorstelle, wenn ich nicht weiß, was überhaupt passiert, wie soll ich es bekannt geben? Ja, das ist ja das zweite Ding. Ich glaube, wenn man zum Beispiel so Säuglinge missbraucht, die haben ja noch gar keine Stimme. Und Kinder haben ja viel später erst Worte dafür. Mhm. Und ich war da irgendwie 6 oder 7 und ich habe jetzt auch nur erzählt, weil eine Kindergärtnerin meine Mama gesagt hat, dass mein Verhalten sexualisiert ist. Also das heißt, ich habe Sachen gemacht, die ich noch gar nicht wissen konnte. Und da meinte sie, es könnte auf sexuellen Missbrauch hinweisen. Dann dachte meine Mama auch so, okay, aber wer sollte das denn machen? Wen traust du das zu? Und dann hat sie mich irgendwann mal aus Zufall früher von denen abgeholt. Und dann kamen die halt in Unterwäsche die Treppe runter und haben gesagt, Lena, geh dich noch mal waschen. Und da war halt auch das Haus abgedunkelt, obwohl es irgendwie erst 13 Uhr war. Und dann hatte sie einen richtig komischen Verdacht, hat mich dann nicht mehr hingebracht, ist dann zum Jugendamt. Und die haben halt gesagt, man darf dem Kind nichts in die Worte legen. Ja. Also man darf nicht sagen, und, wo ist du sexuell missbraucht, sondern das Kind muss selber sprechen. Mhm. Sonst ist das so suggeriert. Und dann hat Mama mit mir so unter Anleitung so eine Art Spieltherapie gemacht. Und da habe ich ihr das dann in dem Zuge irgendwann erzählt. Mhm. Und ich habe es dann quasi so ein bisschen angedeutet erst und dann eines Abends dann erzählt, als ich dann da auf dem Bett saß. Und als sie das erfahren hat, sie ist aus dem Zimmer raus, hat sie mir dann später erzählt, hatte hier so einen Kloß, der gebrannt hat, wollte echt schreien,
hat den dann runtergeschluckt und meinte so, ich muss jetzt funktionieren, ist runter, direkt zur Polizei da mit uns, bam, 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 ganze Nachbarschaft gegen uns, die Täter haben uns dann bedroht, dann ging erst alles richtig los und dann Jahre später erst hat sie denen rausgeschrien und das losgelassen und das aufarbeitet so. Wie ist der, also da sind tausend Sachen drin, wo ich nachfragen wollte, aber wie ist die Idealreaktion, die du heute einer Mutter raten würdest? Was müssen sie tun, obwohl sie in dem Moment eigentlich nur noch umfallen wollen? Auf jeden Fall dem Kind glauben, zuhören und sagen, du hast alles richtig gemacht, du bist toll, ich liebe dich, du darfst mich lieben und dann ab zur Polizei, direkt. Ich habe auch schon gehört, dass eben die extreme Reaktion der Eltern, die ganz normal ist, eben eine traumaverstärkende Reaktion ist. So, ich habe vor kurzem für einen Podcast was gelesen, wo der Vater dann halt komplett durchgedreht ist und dieses Kind dadurch, also sie halt noch mehr Angst bekommen hat und dann dachte wieder, sie hat was falsch gemacht und die Geschichte dann bei der Polizei natürlich wieder nicht mehr so erzählt hat und so. Also es ist super sensibel. Also das, was du gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Ab dem Moment, wo ihr sowas hört, geht es nicht mehr um euch erstmal. Da müsst ihr alles runterschlucken. Jeden Hass, jede Wut, jede Angst, die ihr in dem Moment habt und so gut wie möglich funktionieren. Um Angst eben, wie du es gesagt hast, zu reduzieren und zu sagen, hey, du hast alles richtig gemacht. Das ist okay, aber jetzt, ne? Okay, wow, krass. Es ist aber viele scheiden auch in Schuld. Viele, wenn sie das hören, oh, ich bin jetzt dein Kind und sag dir das und du kannst das nicht zulassen in dir, dieses Gefühl von Schuld, ich konnte es nicht retten, dann kann das Gehirn auch umschalten und sagen, ich glaube dir das nicht, du erzählst ja nur. Also ganz viele Eltern glauben das nicht, und weil sie sonst diese Schuld sich eingestehen müssen, obwohl sie ja eigentlich nicht unbedingt diese Schuld haben, weil die TäterInnen das ja gemacht haben. Und nicht sie. Gerade vielleicht, wenn es dann noch der neue Partner ist oder so, den man ja ins Haus geholt hat extra oder so. Ne? Ja. Jetzt seid ihr zur Polizei. Polizei macht was? Ja, ich war 7 und Kameras waren auf mich geleuchtet, Licht, genau wie im Missbrauch. Ich war richtig traumatisiert. Dann wollte ich nicht die eigentlich verraten. Also ein Geheimnis, was ich jahrelang in mir trage, sollte ich jetzt kurz in einer Dreiviertelstunde, weil die haben ja Mittagspause, mal eben erzählen. Die ganze das weiß ich nicht, ich glaube, das waren Frauen. Aber die haben halt trotzdem so Druck gemacht, ja, du musst das jetzt sagen, jetzt musst du es sagen. Und ich die ganze Zeit so, ich kann nicht, ich will, also man weiß sich auch nicht diesen Ausmaß. Ich habe das dann trotzdem so ausgesagt, wie ich konnte, aber die haben auch nach der Uhrzeit gefragt und sowas und ich war 7 und ich, keine Ahnung, ich konnte doch nicht, ich wusste doch nicht, an welchem Tag wir mal da waren, nach 4 Jahren Missbrauch, wann das jetzt genau, wie viel Uhr, wo passiert ist. Und keine Ahnung. Und danach kam dann raus, dass es die anderen Kinder halt auch betroffen hat, unter anderem eben auch meine Schwester, die haben dann auch ausgesagt und wir haben halt alle unabhängig voneinander die gleichen TäterInnen bestimmt. Dann wurden wir medizinisch untersucht. Das war auch so eine, erstmal wirklich von Arzt zu Arzt, immer Hose runter, Beine auseinander, wieder da untersuchen lassen von fremden Menschen. Die schlimmste Untersuchung fand ich. Das wird auch heute nicht mehr gemacht, Gott sei Dank, oder nur ganz selten. Ich saß auf so einem Stuhl, auf so einer Art, ich weiß nicht, ob das in so einem Hörsaal war, und das war im Universitätsklinikum in Lübeck, glaube ich, oder so. Und dann war da eine Reihe Männer vor mir, Licht wieder auf mir, meine Mutter. Und dann stand neben mir so ein Typ und ich habe gefragt, was passiert hier, weil ich war dem ja wieder so ausgeliefert. Und sie so, ja, sie untersuchen dich jetzt. Also quasi so wie auf so einer Bühne, weißt du? Und dann haben die, und dann meinte ich so, nee, das will ich nicht. Und dann meinte er so, du kannst dich nicht wehren. Und ich so, doch, kann ich. Und ich wollte so sehr das nicht. Und der hat nur so gelächelt und hat mich halt so, ja, pff, kannst eh nichts machen. Und dann hat er mir halt so ein Sedierungsmittel gegeben, was die TäterInnen mir auch gegeben haben. Also ich habe schon wieder das Bewusstsein verloren. Und mit mir konnte man wieder machen, was man wollte. Und es ist ja auch gefährlich eigentlich, überhaupt so sediert zu werden in so einem Alter. Deshalb wird das mittlerweile auch nicht mehr gemacht. Aber naja, auf jeden Fall wurde dann der sexuelle Missbrauch da festgestellt. Also es wurde ärztlich festgestellt, ja. Ich meine, es gibt Spuren, wenn sowas passiert. Aber halt nicht wer. Es gibt ja keine DNA ja, aber unbedingt. Das ist, ey, ich verstehe. Ja. Weißt du, bei mir hat ein Typ gesagt, der hat mir vor 2 Jahren 1 Kilo Koks verkauft. Das hat gereicht? Das reicht. Krass. Weißt du, bei mir hat ein Typ gesagt, ja, der hat mir gesagt, entweder ich bezahle ihn oder ich schlage ihn. Das reicht.
oder Verjährungsfristen. Ja. Wieso gibt es Verjährungsfristen für Vergewaltigung? Kannst du vielleicht den Leuten hier mal sagen, warum? Weil ich kann es nicht erklären. So, vielleicht kannst du erklären, weil die checken es ja nicht. Warum dauert es manchmal? Warum geht ein junges Mädchen nicht direkt zum Arzt, zur Polizei? Ja, früher waren die Verjährungsfristen ja sogar noch ab dem Zeitpunkt der Vergewaltigung. Keine Ahnung, wenn man jetzt 4 ist und 10 Jahre Verjährungsfrist ist. Sollte man sich besser beeilen, ja? Mal nach der 3., 4. Klasse mal schnell die Aussage machen. Jetzt gilt sie erst ab 18. Okay. Das ist ganz gut, aber ja, es dauert halt, weil erstens ist es so, dass oft sich Menschen gar nicht daran erinnern. Das Gehirn macht es weg und irgendwann 20 Jahre später kommt was und dann denkt man ja vielleicht sogar, oh, das habe ich mir vielleicht ausgedacht. Oder ich weiß nicht, woher jetzt diese Erinnerungen auf einmal kommen und nimmt sich vielleicht selbst nicht für ernst. Oder wenn ich das jetzt rumerzähle, dann glauben die ja, ich denke das mir aus, um jetzt Aufmerksamkeit zu bekommen oder so. Und ich glaube, deshalb dauert das echt seine Zeit, bis man die Kraft und den Mut hat, wirklich da eine Anzeige zu machen. Und gerade wenn es der USBKM hat gerade eine Studie rausgebracht, dass jeder zweite Täter ein Vater, Stiefvater oder noch irgendeine andere Vaterfigur quasi ist. Und Pflegevater, genau. Und das zeigt ja auch zum Beispiel, manchmal will man die Familie auch nicht zerstören, ne? Also diesen Familiensegen. Und da braucht man noch mehr die Zeit, bis man überhaupt aus dieser Familie rausgekommen ist, mit Abstand zu gucken, okay, sollte ich das nicht vielleicht doch anzeigen? Dieses Gefühl, dass du, obwohl du dann die Wahrheit gesagt hast, so gut du konntest, obwohl deine Schwester, obwohl andere Leute das gesagt haben, dass dir da nicht geglaubt wurde. Kam es überhaupt zu einer Verhandlung? Nee, das Verfahren wurde dann relativ schnell eingestellt. Also es war halt so, dass die, also wir haben ausgesagt, dass da Filme waren. Mhm. Und die wurden natürlich, nachdem wir die angezeigt haben, sofort benachrichtigt. Und warum wurden die benachrichtigt? Ja, um auch eine Aussage zu machen. Und die haben natürlich gesagt, nein, waren wir nicht. Warte mal, ganz kurz. Ich glaube, die Leute können sich das nicht vorstellen, aber wir hatten hier, genau hier in diesem Raum, habe ich mit Hannah Secret damals ein Video gemacht, die ein Webcam-Girl ist, bei der ein Kunde eben wollte, dass sie komische Sachen anzieht und so. Und dann irgendwann hat er gesagt, er missbraucht seine kleine, irgendwie ein Kind. Und dann hat sie eine Anzeige gemacht. Da haben die 8 Monate gebraucht, bevor die Hausdurchsuchung gemacht haben. Und du erzählst gerade schon wieder. Da kann ja alles verstecken. Kinder sagen das aus und dann rufen wir die Täter an und sagen, ja, wir müssen eine Aussage machen. Wieso kommt, dafür habt ihr doch ein Sondereinsatzkommando. Wieso kommt da, sag mal, dass dein Nachbar, dass es da nach Gras riecht. Ja. Sag mal in München, dass es nach Gras riecht in der Wohnung nebenan. Weißt du, wie die einlaufen? Pam, puff, alle auf den Boden. Und da rufen die an? Ja. Mhm. Also, was macht der Täter dann? Ja. Weißt du, er räumt die Wohnung auf. Ja. Okay, also wir lachen jetzt, aber es ist einfach nur, es ist krank so einfach. Krass. Wieso nicht eine Hausdurchsuchung zu viel an der Stelle? Weil wenn dann die Hausdurchsuchung war und nichts gefunden wird, gut für den, der dann sagt, hey Leute, schaut mal, da ist irgendwie, stimmt was nicht. Und wenn ihr euch in der Adresse gewohnt habt, weißt du schon, in der Adresse geirrt habt, wieso wird man da mit Sandhand schon angefasst? Das ist schon alles. Es tut einfach krass weh. Okay, jetzt haben die natürlich, was diese Leute dann machen, manipulative Mistkerle, werden jetzt alles so drehen, dass du schlecht bist, dass deine Mutter schlecht bist. Die werden euch das Leben wahrscheinlich zur Hölle dort gemacht haben. Ja, die haben halt genau erzählt, dass wir halt lügen und waren selber sehr betroffen, dass uns das ja passiert ist. Das ist einfach der größte Scheiß. Also wirklich dieses schauspielerische Verhalten. Oh ja, es tut uns so leid, dass das passiert ist. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Also es ist einfach so, es gibt Menschen, die tragen einfach Masken. Und dann haben sie uns quasi immer wieder so, die haben uns quasi nicht so bedroht, dass man es als Bedrohung öffentlich auslegen könnte. Aber es war halt eben so, sie standen zum Beispiel am Gartenzaun und haben dann so gemacht, komm doch mal her, wir wollen dich wiedersehen, wenn wir alleine gespielt haben. Oder haben uns aufgelauert, wenn wir irgendwo lang gegangen sind. Manchmal standen die da mit schwarz gekleideten Männern einfach nur da, ja, wir dürfen hier ja stehen. Und es war halt, und sie haben uns noch auf eine andere Weise sehr stark bedroht, was ich leider nicht rechtlich sagen kann momentan. Aber das hat uns dann dazu geführt, dass dann der Weiße Ring uns eben geholfen hat,
uns zu verstecken, weil es auch Hinweise dazu gab, dass sie eben in einem Ring waren, also dass da mehr Männer zugehört haben und das immer gefährlicher wurde. Und dann, genau, haben wir dann über Nacht, also eigentlich haben wir erstmal alle Rollos runtergemacht im Haus, dann da drinnen quasi gepackt, meine Eltern. Und ich habe dann, durfte mir ein paar Spielsachen aussuchen und dann sind wir über Nacht in ein anderes Haus gezogen, was ein bisschen weiter weg war und von außen nicht einsehbar war. Also konntest du wirklich von außen nicht in dieses Haus gucken. Und da konnten wir dann erstmal ein bisschen frei sein. Wir hatten dann nichts mehr, weil wir mussten das natürlich trotzdem selber bezahlen. Es wird jetzt einem kein Haus geschenkt mehr. Und du bekommst halt auch einen anderen Namen. Also wir haben dann den Namen Jensen bekommen. Und da konnten wir dann so ein bisschen neu anfangen. Das bedeutet aber ja auch, dass, also diese Art von Tätern hört ja nicht auf zu sein, was sie sind. Ja, das habe ich mir auch, das war mir gar nicht bewusst. Irgendwann war das Verfahren eingestellt und wir hatten keine Kraft mehr. Und wir hätten nochmal quasi klagen können, aber wir hatten weder Geld noch Kraft, weil ich hatte mich da auch schon versucht umzubringen. Meine Schwester wurde durch den sexuellen Missbrauch sehr krank, hatte dann Epilepsie und sowas alles. Mhm. Und, wie alt warst du, als du versucht hast, dich umzubringen? Ich stand auf dem Schuldach. Okay. Und dann wollte ich runterspringen. Und dann kam ich in die Psychiatrie. Und da war ich allein eine lange Zeit und habe das dann quasi alles aufgearbeitet und so. Und ja. Wie alt warst du? 7. Wow. Also es war kurz danach ungefähr. Also es war alles in einem Jahr. Okay, ja. Weil wenn das nicht reicht, dass man einem Kind glaubt hat, weißt du, wie ich meine? Ja. Danach wird es natürlich schwieriger, weil jetzt warst du in der Psychiatrie. Jetzt ist es für die natürlich noch leichter zu sagen, ja, guck mal. Ja, und vor allem auch nach einer Therapie sind ja Aussagen, werden oft nicht mehr. Ja, voll, ja. Ja. Ja, das heißt, dass diese Leute weiter agieren. Ja, ich habe die dann auch noch mal gesehen in meinem späteren Leben mit Kindern. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Das muss irgendwie so zwischen 14 und 18 gewesen sein, als ich die gesehen habe. Auf jeden Fall wurde mir da klar, weil ich dachte immer, okay, ich kriege nicht mein Recht, okay, alles in Ordnung. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass die ja weitermachen. Und als ich die dann mit den anderen Kindern gesehen habe, auf dem Bobbycar, der hat den so auf dem Bobbycar geschoben, dachte ich nur so, scheiße, die machen ja jetzt weiter. Und da habe ich mir gedacht, ich muss doch irgendwas tun können, um die aufzuhalten. Und dann habe ich sie nochmal versucht anzuzeigen. Das hat leider nicht geklappt. Also es fehlten die neuen Beweise. Ja. Das, was du jetzt machst, ist eine Menge, sag ich dir. Das ist eine Menge, was du jetzt machst, ist eine Menge. Ich weiß nicht, ob dieses kleine Video was dazu, es ist ein kleiner Teil. Alles, was wir machen, jedes kleine Video, jedes kleine Ding, was du drüber redest. Als ich habe gesagt, dass ich mich mit dir treffe, so meine Community, da war gleich Leute, die gesagt haben, so wie schaffst du es? Mir ist dasselbe passiert. So, das war eine der Fragen, die ich dir stellen sollte. Also es gibt viele Leute, die froh sind, dass du darüber sprichst. Und ich glaube, nur so können wir, steht der Tropfen hüllt den Stein. Mhm. Was würdest du dir wünschen, wie man mit solchen Tätern umgeht? Ich habe mal mit jemandem darüber gesprochen, der in der JVA arbeitet. Und früher war ich immer so, ich will die am liebsten für immer wegsperren oder so. Aber weil ich will, dass die eine Strafe bekommen. Ich wollte sie bestrafen. Mhm. Und der in der JVA, der arbeitet halt auch mit Sexualstraftätern und der hat mal erklärt, er würde sich gar nicht mehr Strafen wünschen wegen den für die Bestrafung, sondern dass die Leute eine Therapie bekommen. Und oft ist es so, dass die vielleicht für 2 Jahre therapiert werden und dann rausgehen und dann ist alles verpufft. Und das bringt nichts. Du musst wirklich da richtig reingehen, weil die Leute, wie du auch vorhin gesagt haben, die sehen das nicht. Die haben diese Wahrnehmung, die fühlen sich dafür nicht schuldig. Und wenn sie sich dafür schuldig fühlen, zum Beispiel ihre eigenen Kinder missbraucht zu haben oder so, dann platzt da ja erstmal was auf. Vielleicht ist auch in ihrer eigenen Vergangenheit was passiert. Oder sie haben eine pädophile Neigung. Und das muss ja erstmal alles aufgedröselt werden. Und deshalb wünsche ich mir für die StraftäterInnen, dass die eine lange Zeit im Knast sind, um diese Therapie wahrzunehmen. Um das wirklich aufzuarbeiten, dass sie nicht rückfällig werden. Du bist der Hammer. Also wirklich, deine Seele ist wirklich beeindruckend. Warum? Weil ich wünsche mir viel Schlimmeres.
Und weißt du, ein Problem an der Realität in Haft. Ich überlege echt, ob ich es überhaupt sage, aber ein Problem an der Realität in Haft ist, dass diese Täter, das sind die, die in Haft am besten funktionieren. Echt? Ja, warum? Jemand, der viel schlägert mit anderen Männern oder der halt der Drogen konsumiert oder der vielleicht einfach dissozial ist und halt denkt, hey, wenn du das ist mein Wasser, weißt du, und das nehmen will, der wird es dort im Knast auch tun. Der wird dieselben Probleme haben. Der wird als auffälliger Gefangener gebrandmarkt sein, der wird in den Bunker gehen, der wird Nachschlag bekommen, also mehr Strafe. Aber diese Leute, die kommen dort hervorragend zurecht. Weil sie sind ja eh Chamäleon und die Taten, die sie begehen, können sie dort gar nicht begehen. Stimmt. Weißt du, sie haben dort überhaupt keinen Druck so gesehen. Weil das, was sie tun, können sie dort nicht tun. Und deswegen, die gliedern sich dort so krass ein. Die besetzen dort Positionen, die Vertrauenspositionen innerhalb der JVAs, so Therapeuten, Sexualtherapeuten, die, glaub mir, die führen die so krass an der Nase rum. Oh Mann. Irgendwie kann ich es mir schon vorstellen, natürlich, weil ich ja weiß, wie die so sind. Natürlich, das ist sein einfachstes Game halt. Aber und er wissen hat kein, die das nicht, die da arbeiten? Dann ist dein Job, dann bist du ja plötzlich eigentlich sinnlos, was du machst. Weißt du, und ich sage das so in aller Härte, so, ich kann dir auch nur sagen, ich habe jetzt niemanden getroffen, ich war nicht in Gefängnissen, wo die Leute 2 Jahre kriegen. Ich war da, wo sie 10, 12, 20 lebenslänglich. Keiner von denen ist von meiner Meinung nach therapierbar. Und wenn meine Meinung noch einmal ein Kind berührt hast, hast du verwirkt dein Recht unter anderen Menschen. Du darfst nie wieder ein Kind sehen. Ja, Das finde ich auch. Ja, aber dann kannst du eben nicht mehr draußen leben. Ja, das stimmt. Und deswegen brauchen wir auch keine Therapie, weil du bleibst einfach für immer von Kindern getrennt. Weißt du ungefähr die Prozentzahl an pädophilen Tätern oder pädophilen Anteil? Pädophilen Sexualstraftätern, wenn man so will? Ich weiß, dass es da irgendwie eine Studie zu gibt, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht an diese Studie. Ich glaube, dass die Leute denken, sie wüssten darüber viel, aber darüber weiß man nicht viel. Ich glaube, dass da viel vermischt wird mit Macht und Pädophilie. Ich glaube, dass da viele Pädophile sind. Und also weil viele sagen, ja, es sind gar nicht so viele Pädophile, das sagt ja auch so eine Studie, sondern dass es eher um Macht und Missbrauch geht. Aber ich glaube, das verschmilzt so doll und diese Neigung musst du irgendwie haben. Und deshalb glaube ich, dass jeder, der sowas macht, irgendwie pädophil ist. Ja, was ich auch nicht verstehe, ich habe da auch mal drüber diskutiert, ist, wenn ich jetzt heterosexuell bin, muss ich ja auch keinen Mann bespringen. Wenn ich jetzt eine pädophile Neigung habe, kann ich dann gar nicht an mich halten? Muss ich dann auf dieses Kind rauf? Quasi? Und das ist ja auch immer noch eine bewusste Entscheidung. Klar. Wir reden auch ganz klar nicht von Menschen, die aufgrund ihrer Neigung, es geht darum, die straftätig geworden sind. Genau. Hey, wenn ihr dieses Verlangen habt, wenn ihr von diese Scheißkarte gezogen habt im Universum, geht, sucht euch Hilfe. Fast niemals ein Kind an. Geht, sucht euch Hilfe. Therapie. Und kein Arbeit. Kind will das. Und es gibt kein Kind, das will. Ja. Und haltet euch fern von Kindern. Nicht die Nähe noch suchen und dann, ups, jetzt ist es passiert. Wir haben jetzt gar nicht drüber geredet, über solche krassen Dinge, wie ich es bei dir auf dem Kanal gesehen habe, dass du wusstest, dass deine Schwester zum Beispiel auch geholt wird und du gesagt hast, nimm mich. Ja, das war eigentlich, das klingt so heldenhaft, aber eigentlich ist es das gar nicht, weil meine Mama, immer wenn sie uns weggeschickt hat, also zum Aufpassen oder keine Ahnung, zu anderen Leuten, hat sie immer gesagt, Lena, pass auf deine Schwester auf. Und dann war ich da und ich wollte ja das machen, was man mir sagt und habe halt gesagt, ja, okay, dann passe ich auf meine Schwester auf. Und die war halt noch viel zu klein und hat halt viel geschrien. Und bei ihr hat das dann nicht so funktioniert. Und dann hat das halt auch geblutet und so. Und ich habe dann immer wieder gesagt, halt, ich mach das. Lass sie dann in Ruhe, damit sie nicht so betroffen ist, sozusagen. Und irgendwann, ja, als Mama mich dann gefragt hat, warum, also als ich ihr das erzählt habe, habe ich ja halt gesagt, ja, du hast doch gesagt, ich soll auf sie aufpassen, sozusagen. Ja, meine Mama hat viel mit Schuld zu kämpfen. Das Schlimme ist ja auch,
wenn sowas passiert, wird gar nicht gefragt, oh, wer macht denn sowas? Oder, oh Gott, was ist denn jetzt mit denen, die das gemacht haben? Sondern immer eher so, warum hast du das denn nicht gemerkt? Sowas merkt man doch, wenn seine Kinder missbraucht werden und so. Und als erstes wird immer die Mutter quasi in die Mangel genommen. Und das ist auch so ein Verhalten, das irgendwie in der Gesellschaft verankert ist, dass die Täter komplett schützt. Weil dadurch verlagert sich ja die Aufmerksamkeit. Und die also meine Mama hat sich richtig schuldig gefühlt und das ist ganz, ganz, ganz schlimm, aber ich habe ihr auch immer wieder gesagt, sie hat keine Schuld, sie hat alles Menschenmögliche getan. Mhm. Sie hat mich zu Ärzten gebracht, zu Psychologen, sie hat sich Fachmeinungen angehört, sie war die ganze Zeit bei mir und hat überlegt, was ist der Fehler, was hat sie vielleicht falsch gemacht. Mhm. Und es gibt, die sind einfach schlau. Die sind schlau, sonst würde das ja nicht so funktionieren. Was würdest du einem Partner raten, wenn das Gespräch darauf kommt? Also ich würde auf jeden Fall mich bedanken, also wenn ich jetzt der Partner bin, mhm, und was mein Traumszenario wäre, wenn derjenige mich dann in den Arm nimmt und sagt, danke, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast, weil es ist ein Riesengeschenk, jemandem das anzuvertrauen, mhm, und vor allem zuzuhören und auch vielleicht nachzufragen. Weil ganz oft ist es immer so, dass man dann so, okay, danke, dass du mir das gesagt hast und was wollen wir jetzt gucken? So, als wäre das nie passiert, so unter den Tisch kennen. Ja, so sind ja Menschen so, ja, die können darüber nicht reden. Die können, ja, ja. Oder die denken dann, ich sag dir ja gar nichts, bevor ich was Falsches sage oder so, aber man kann das ja auch kommunizieren. Man kann ja auch sagen, hey, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, was ich sagen soll, aber ich würde gerne mehr, also wie geht's dir jetzt damit? Kann ich irgendwas für dich tun oder soll ich auf irgendwas achten? Keine Ahnung, dass man halt irgendwie darauf auch eingeht, dass man wirklich zuhört. Ja, das finde ich schön. Okay. Gibt es jetzt in eurer Partnerschaft, habt ihr irgendwie sowas wie ein Safe Word, so, wo man sagt so, ey, okay, jetzt gerade bin ich, wenn es zum Beispiel zu Zärtlichkeiten kommt, wenn man sich näher kommt, wenn, was weiß ich, Musik, keine Ahnung, irgendwas und dann plötzlich, ich gehe davon aus, dass es, ich weiß es nicht, hin und wieder dann dich doch irgendwie. Ich hatte damals, also die Therapeutin hat damals zu mir gesagt, dass Sex immer nur einvernehmlich ist. Mhm. Und das, was mir widerfahren ist, ist pure Gewalt. Mhm. Das darf man nicht als eins sehen, sondern das ist Gewalt. Das hat nichts mit Sexualität sozusagen zu tun. Ne? Mhm. Und dadurch habe ich das ganz früh schon immer trennen können. Und mich hat diese Zärtlichkeit an sich nie getriggert, weil das andere für mich so Gewalt ist. Und das für mich halt das entscheide ich. Ich habe die Macht darüber. Und ich weiß aber, dass es für viele, gerade wenn Vergewaltigungen später passieren, nicht so einfach ist, das zu trennen. Und für die ist so ein Safe Word auf jeden Fall wichtig und auch langsam zu sein. Und auch, das ist völlig in Ordnung, wenn jeder seine Zeit braucht. Mhm. Und wenn man auch erstmal Zeit mit sich selber braucht, weil ich glaube, so diese ganze Form der Weiblichkeit, der eigenen Sexualität zu entdecken, ist sowieso schwierig in unserer Gesellschaft als Frau, auch unabhängig von dem, was man erlebt hat, weil oft wird einem ja durch die Pornoindustrie so viel vorgelebt, wie das sein soll, aber gar nicht, man entdeckt sich ja gar nicht richtig selber. Mhm. Sexualkundeunterricht ist nur, wie verhütest du? Aber nicht, oder was, wie bist du schwanger? Ja, ja, genau. Ja, ja. Wie funktioniert dein Körper? Was magst du? Und dann findet man vielleicht Sachen gut, die nicht in Pornos gezeigt werden und denkt, okay, jetzt bin ich irgendwie komisch vielleicht oder so. Mhm. Und ich finde, ja, da sich Zeit zu lassen und den Partner einzuweihen und da vorsichtig zu sein, das ist alles in Ordnung. Wie sind deine Pläne für die Zukunft? Wie sind deine Pläne für die Zukunft? Vize Miss Germany. Ja, also ich möchte irgendwann selber auf jeden Fall Kinder, auch wenn viele sagen, du willst du Kinder in diese Welt setzen. Aber ich sehe so viel Schönes in dieser Welt, wofür es sich so lohnt zu kämpfen und auch zu leben. Und ich möchte einfach mehr für Kinderschutz allgemein tun, dass Kinder geschützt werden und mich da noch mehr engagieren. Und selber auch Kinder haben und eine Familie, wenn das funktioniert. Und ja, das sind eigentlich so meine Pläne. Das sind schöne Pläne. Du hast ein paar Stellen vielleicht, die wir unten verlinken können, wo wir sagen können, wenn irgendwas ist, also findet ihr hier unten in der Videobeschreibung findet ihr ein paar Stellen, wo ihr euch melden könnt. Guckt mal, meldet euch, wenn ihr irgendwas wisst, wirklich nichts unter den Teppich kehren und auch, was ich an dir so toll finde, ist auch, dass du da rausgekommen bist, dir selber irgendwie so eine Mitverantwortung zu geben oder irgendwas, ne, dass du so, weiß ich nicht. Du benutzt dieses Schreckliche und davor habe ich so viel Respekt. Und im Kleinen versuche ich es nämlich selber, deswegen bist du da so eine Inspiration. Wenn einem schreckliche Dinge passieren, dass man die umkehrt und versucht, was Positives draus zu machen. Krieg ich nur Marmo? Ja. Komm. Ich danke dir. Und
Boah, ja, ich habe dir noch ein Ding hier. Wenn du ein Kind hast, früher kannst du ihn hier vorlesen. Dir hier ein Buch geschenkt, da ist ein starkes Mädchen, die Hauptdarstellerin. Oh, oh, so süß. Die heißt sogar so ähnlich wie du. Lea. Ja, also. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Auch wenn du die Adresse nicht gleich gefunden hast, das haben wir zum Glück klären können. Und ja, wir sehen bestimmt wieder, wir sehen von dir mehr. Guck bei Lena Jensen vorbei. Ich verlinke auch ihr Profil natürlich, Instagram, TikTok bist du auch unterwegs und so. Und ja, von dir werden wir mehr sehen, das ist keine Frage. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bitte, ja, respektvoll in den Kommentaren bleiben und einen Daumen hoch geben. Ich bin fertig für heute. Macht's gut, ihr Lieben. Maximilian Polls ist raus.